Das ist viel stärker. Ja, hast du auch gerade gesehen, ich hab dich doch weggerotzt like hell, Ja, aber. weil ich über dir stand. Ja, weil das eben besser ist. Alles klar, da war der Peter also gerade total lieb zu mir, als er das andere ausgewählt hat. Danke. Kein Problem, immer wieder gern. Ich bin der Daniel, ich bin schon wieder mies drauf. Weil ich dich Ich mal bin auch gar nicht nicht. mies drauf. Hey, du flamest die ganze Zeit voll rum, Alter. Dass du mich nicht töten kannst. Eben hast du noch voll gelacht, like hell, und fandst das mega witzig, weil du mich einfach mal ein paar Mal geslayt hast. Hey, ich bin doch gar nicht wütend. Oder ich bin doch gar nicht sauer. Ja, wütend auch Ich nicht direkt, aber. flame doch gar nicht. Sehe ich zwar So. nicht, aber. Ja, jetzt hast du aber geflammt. Siehst du? Goldschwert. Ich hätte mir eine Waffe machen können, ja. Eine richtig starke auch. Alter, das Goldschwert ist eigentlich viel stärker, fällt mir gerade so auf. Das ist richtig abnormalst. Dann nehm das doch. Zum Kämpfen nehme ich das wahrscheinlich jetzt auch. Oh, nice, geil. Ich krieg den Fallen Star, Digga. Ich dachte, scheiße, der Sack bekommt jetzt meinen Goldstar da. Und in dem Moment hast du dich wegteleportiert. Ist doch geil. Ja, finde ich geil. Finde ich echt nett von dir. Finde ich echt gut von dir. Turbo Boost! Wie viele hast du denn jetzt? Wie viele? Sterne. Im Moment habe ich jetzt... Oh, da muss ich mal nachgucken. 5 Stück. Miau. Sollen wir einfach mal da in die Richtung gehen? Und dann zu den Big Eatern, sagst du? Ja. Ich glaube, ich nehme doch die Battle-Axt, wenn ich gegen Zombies kämpfe, weil die Zombies nicht so schnell sind. Aber wenn ich gegen dich battle, ist eindeutig das Schwert viel geiler, weil es einfach mehr Attack-Speed hat. Oh, scheiße, warte, ich disable PvP. Alter, fuck! LOL! Haha, bisschen Glück. Sollen wir mal da runter gehen? Oder findet man da nichts Geiles? Doch, da kann man was ziemlich Geiles finden. Da kann man nämlich was finden. Oh lol! Das ist natürlich episch. Hier bin ich auch schon mal verreckt. Wir haben gerade ziemliches Luck. Alter, hier sind überall diese Tempel. Oder sind die, ich meine diese Altäre. Oder wie die heißen. Ja, das ist auch gut so. Ist das normal? Nö, nicht wirklich. Es ist nicht mega normal, aber das ist auf jeden Fall praktisch für uns. Was ist denn das, Siehst dieses du hier hier unten noch? diesen Orb? So heißen Welchen? die. Ja. Den, also versuch, also du kannst es hier nicht abbauen und deshalb müssen wir mit Bomben freilegen. Achtung. Ah. Und dann kommt halt dieser Du Orb. kannst, man kann hier nichts abbauen. Nein, nein. Wieso das denn nicht? Weil das halt noch nicht geht. Das kann man später abbauen. Ah, okay. Das ist halt extra so Und ein die bisschen. Wand abbauen? Ist halt extra so ein Spiel. Bisschen schwieriger gemacht. Und diese Altäre kannst du, wenn dann, mit Hämmern und dann nur mit dem Pwn-Hammer von der Wall of Flesh abbauen. Au! Guck, du kriegst halt dein halbes Leben abgezogen. Aha! Lol, ja, stimmt. Und was ist das da unten? Das ist halt der Orb, den ich gerade freilege. Was ist das? Also, was kann man da... So. I will chill girls down your spine. Also, wenn man drei von denen zerstört, spawnt man so einen geilen Bossmob. Und ich habe jetzt hier eine Muskete bekommen. Also, du bekommst auch immer ein Item. Guck hier, das ist die Muskete. Warte, ich mach mal kurz PvP an. Au! Geh mal, grau, Alter. Warte mal, ich... Alter, ich will... So.
Blue Party? Oder welche Party bist du? Ich bin gar keiner Party. Ja, dann mach doch mal. Ja, auf jeden Fall diese Altäre, wenn wir die dann abbauen später, dann bringt uns das, dass wir... Da unten ist auch noch einer. Lass doch machen, oder? Da unten? Wo ist unten? Kannst du mir das sagen? Rechts unten. Rechts? Ist ja hinter dieser Wand hier. Der ist ziemlich weit runter, also ziemlich weit rechts runter. Dann würde ich nämlich erstmal die anderen Teile durchsuchen. Okay. Nein! Oh nein! Es sah so episch aus, wie ich hier hochgehe. Und dann beim letzten fail ich natürlich. Alter, ja, so eine Muskete ist schon nice, ne? Aber muss ja halt Musketen. Alter, hier, hier kommen die Dinger wieder hoch. Ja, Alter. Scheiß drauf. Gegen die ist echt hier dieses Minischwert hier, also dieses Goldschwert besser, weil dann hat man mehr Attack Speed und kann die besser zurückhalten. Bist du da runter? Ja. Ah, du dreckiges Mistviech, ey. Ich mach platt. Oh, hier sind ja viele. Sind voll viele Orbs, ey. Ich würde sagen, eins können wir... Oh, ich trinke jetzt erstmal eine Night Owl Potion. Trinkt auch mal eine. Was ist das? Gebt mir den Rest bitte wieder zurück. Das macht, dass du Nachtsicht hast, sag ich mal. Oh, Achso, okay. Wie macht man das? Hilfe! Hier ist so ein Soul Eater! Nee, nicht Soul Eater. Little Eater, ne? So heißen die. Ah, nein! Ich kriege etwas mega tiefes runter. Wow, das ist ein Life Crystal. Ich komme mal wieder zurück, ne? Ah, da unten ist ein Orb ausgezeichnet. Ach, verdammt. Das war natürlich jetzt gerade Fail, Daniel. Ja, nochmal. Das ist doch, das bin ich halt. Alter, ich wollte auf mein Schwert greifen und dann hier dieses fucking Magic Mirror musste ja im Weg sein. Kannst du auch wieder abnehmen. Coated Bee? Nein. Es kommt ja unten so ein fetter Wurm, ey. Ja, die Würmer hasse ich ja. Alter, das sind so richtig fette hier unten. Oh, ich hab ihn kaputt gemacht. Jetzt schnell hier das freisetzen, bevor. Oh oh. Nein, nein, nicht gut, nicht gut, nicht. Ah, nein, nein, nein! Ah, ah! Okay. Alles gut. Screams echo around you. Lol. Kommt der gleich? Nein, nein. Ich baue jetzt nicht weiter ab. Ich habe Magic Mirror benutzt, falls du es sehen kannst. Ich habe. Oh, ich habe einen Ball gehört. Oh, nice, Digga. Was also ist diese das? Diese Magic Mirrors sind schon richtig praktisch. Tim, wir machen mal kurz PvP an. Ja. Aus der Faction rausgehen. Okay. Los geht's. Kommst du mal? Was denn? Oder ne, warte, noch nicht angreifen, bitte, noch nicht angreifen. Ich will hier noch kurz in meine Piggy Bank zugreifen. Ich habe in letzter Zeit so einen Bug, dass ich mehrere Terraria-Sounds höre. Ja, okay. So, bist du da? Jo. Das ist ein Ball o' Hurt, also so ein... Ja, der macht 16 Damage und very slow speed, very strong knockback. Damit, ja, das ist halt so ein Teil hier, ne? Du siehst, der ist nicht der Stärkste. Ja, jetzt lacht er schon wieder, der ist Pedokind da, ne? Du siehst, der ist nicht der Stärkste. Pedokind? Wieso Pedokind? Weil du so lachst.
Ich lach ganz normal, das ist keine großartige Pedolache. Ja, auf jeden Fall, Woher weißt du überhaupt, wie eine Pedolache klingt? Ah, so stelle ich sie mir vor. Okay. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich habe gelacht, weil ich dich endlich mal besiegt habe oder so. Okay, dagegen kann man nichts machen. Ja, das ist noch noob-tubiger als so ein Bogen. Jo. Kann sein, dass du damit auch höher springen kannst. Womit? Mit deinen... Das weiß ich nicht, kann aber gut sein. Also es könnte sein. Aber ich bin mir nicht direkt so sicher, soll ich mal sagen. Da würde ich jetzt aufpassen, Daniel. Oh, warte. Alter, warum ist mein Handy? Warte mal. Bis gleich. Paff. Der verkauft es auf jeden Fall nicht. Also, falls ihr nicht wisst, was ich hier gerade suche, ich... versuche jetzt hier an Musket Balls zu kommen. Das ist nämlich meine Munitionsart und ich brauche keine Seeds. Ich brauche nur Musket Balls. Da, 18 Musketenbälle. Ich kann hier mal Rotten Chunk Mushroom das hier verkaufen. Alter, für einen so einen Copper Ohr kriege ich hier richtig krass Musketballs, nicht nice. Und für Death Reader. Geil, scheiße. Jetzt kann ich hier alles mit einer Muskete killen. Das finde ich praktisch. So, wieder da. Okay. Also ich habe jetzt Musketballs gekauft. Au! Au! Also man braucht immerhin noch Aim. Alter, hör mal auf! Hör mal auf! Okay, ich höre auf. Also mit diesen Musket-Dingern. Ah, ja. Nee, die sind auch viel zu teuer. Ein Teil kostet 7 Copper. Ich find's praktisch. Ja, das ist natürlich der Hauptgrund, warum du aufhören solltest. Ja klar. Warten Sie. Die viel zu teuer sind. Dass das irgendwie so ein bisschen Ruby oder scheiße ist. Wie du siehst, dieser Borlo hört, ist nicht wirklich der Burner gegen andere Player, weil er auch wieder keinen Attack-Speed hat, ne? Ist genau wie mit der Axt, total unfähig gegen andere Spieler. Ja. Gegen Mobs übelst praktisch. Ganz einfach deshalb, weil die höheres Knockback haben und die Mobs nicht so agil sind. Und dann kannst du den richtig was reindrücken. Way! Und dann die Glow Sticks zum Alter, Himmel! Hör auf. Lasst uns fröhlich Alter, sein! Die brauchen wir noch! Du Asshole! Oh, mit der Golden Pickaxe! Ja, ich hatte nur Life. Nur Life. Ja, die Golden, die Pickaxe hat auch hohen Attack Speed. Muss ja, man ja sagen. Höheren Attack Speed. Was sind das für Geräusche? Keine Ahnung. Ich sage eigentlich nur Serious Snape, aber dann mache ich dabei so... Nein! Alter, das wäre übel treu gewesen von dir. Übel Trolling hier, ne? Hier liegen über Glow Sticks! Alter, ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas Wichtiges. Ach, sterben? Genau. Oh, du. This house is sweet able. Gut, dann können wir jetzt nochmal in die Minen gehen. Und danach gucken, ob wir den Doktor finden. Das finde ich jetzt aber echt unfair von dir. Wieso? Welchen Doktor? Also es ist so ein Goblin Mersch oder so heißt der. Ich will auch mal geile Items finden. Und ja, dann kriegst du geile Items, dann kannst du fliegen. Der Dippes, ne, der Goblin Mash, ist in so Fesseln und du musst so befreien und dann. Ja gut, dann geh mal hier in die Blue Party. Dann sehe ich, wo du bist.
Wo bist du? Ach da. Dann sehe ich, wo du bist. Wo bist du? Ach da. Was wollen wir denn? Also, was ist das genau, Lol, was wir jetzt? Hauptsache, hier liegt noch Silber und so ein Krams rum. Von einem Silber kann ich mir total viele Dingens holen. Total viele Musketballs, finde ich echt praktisch. Insgesamt, denn, Alter, ich farm jetzt auch wieder Kupfer, weil ich habe gesehen, dass man von einem Kupfer verdammt viel Kohle bekommt. Also du suchst die Gänge ab nach diesem Goblin Merch. Das ist so ein NPC mit Fesseln und den musst du halt befreien und dann kannst du bei dem im Shop kannst du Rocket Dudes Boots für 10 Gold, glaube ich, kaufen. Aber dann gibst du mir auch ein bisschen, ne? Gold? Ne, wir haben doch jeder so ein Schweinchen. Da tut man doch das Gold rein, was wir haben. Ja. Ja. Warum sollte ich dir dann was geben? Spaß. Weil ich ja nicht so viel hab. Ja, du musst die Coins doch da rein tun, Digga. Ja, habe ich doch, aber ich habe trotzdem so, nicht so viel. Ja, ich habe auch noch nicht so viel. Ich habe erst 5 Gold. Also, da muss man schon verarbeiten für diese Boots, aber die sind auch mega geil. Also, dann können wir wirklich fliegen. Aber gut, dass hier nur diese Mini-Viecher rumkrüppeln und nicht diese Hardcore-Drecksicher. Ich guck jetzt mal nach. Ich meine, ich hätte nämlich irgendwas vergessen. Guck weiter. Okay. NPCs, Goblin-Tinkerer. Alter, hier unten ist ein Skelett, glaube ich. Ah, und so ein fetter Sack. So ein schwarzer. After a Goblin Army has been defeated. Ach so, ja, der kann auch gar nicht kommen. Wusste ich doch. Und die Rocket Boots kosten nur... kosten nur 5 Gold. Das heißt, ich könnte mir mal schon kaufen. Du brauchst also 5 Gold, um... dir dazu holen. Und du willst mich gerade töten, wie ich sehe? Nein, will ich nicht! Okay. Alter, nein! Das wollte ich alles nicht! Ah, du joinst komm. Der Yellow Party und enablest PvP, um mich zu töten, ne? Ja, das... Ich wollte gerade... Ich habe einfach Just for the Lols auf Yellow Party gestellt und dann wollte ich wieder zurück auf Blue stellen und dann hat er auch versehen. Habe ich aus Versehen auf PvP. Weißt du, wie dünn das gerade klingt? Ist aber wirklich so. Und, ja. So. Was müssen wir jetzt dafür machen? Alles voll mit Glowsticks, ist das nice, Digga. Ich gehe jetzt erstmal zum Tippestar. Da ich ja schon mein Geld hier zusammen habe, werde ich jetzt auf jeden Fall nicht sparen müssen. Wie kann man sich denn aus Cooper Coins Gold Coins machen? Du gehst in den Shop und verkaufst was. Avada Kedavra! Was? Wie? Hä? Shop und dann deine Sachen reinpacken. Okay. Musketballs! Bei irgendeinem Shop? Bäm, 244 Musketballs, Bitches. Alter, wo krieg ich irgendwie Alter, krieg ich jetzt kann ich rumballern like hell, Digga. Alter, ich hab jetzt... Oh, ich hab einen Vogel getötet. Hä? Ich versteh's nicht. Also, ja. Ich hab die jetzt da reingepackt. Ja, und dann guckst du vorher mal, ob die Welt haben, also Wert. Du kannst ja nicht einfach Dreck verkaufen, das nehmen die ja gar nicht an. Also, ich würde dir empfehlen, zu diesem Opa hier zu gehen. Verdammt, jetzt darf ich mir diese ganzen Cooper Coins wieder rausholen. Das gibt's dann nicht. Du hast den Cooper Coins verkauft? Der. Alter, du musst mir auch mal richtig sagen, was ich machen soll. Hä, ich hab dir gesagt, du sollst den Shop aufrufen und da deine Items reinziehen. Und dann laberst du irgendwas von Cooper Coins. Ich dachte, ich sollte Cooper Coins da reinziehen. Nein, das ist doch die Währung, du Depp. Du willst auch was verkaufen, oder? Ja. Ja, ich dachte, also erst so, ich dachte, ach so. Rein. Ja, nein, mal, ich dachte, guck, du willst ich dachte, die einzige Währung wäre, Ja, warte mal. Ja, ist ja auch. Stell mal vor, du ziehst... Du willst ja Schuhe kaufen. Nein, ich dachte, kaufen. Die einzige Währung wäre... Du willst Schuhe verkaufen. Du willst Schuhe verkaufen und gibst dem Typen Geld und willst, dass du... Ja, keine Ahnung, ich weiß es gerade selber nicht. Du willst was verkaufen und dafür Geld nein, bekommen. Nein, hör mir mal zu. Ich dachte, die einzige Währung wäre, Die einzige Währung wäre... nein, die einzige Währung wäre...
Goldcoins. Und ich dachte, dafür müsste für Goldcoins müsste man Cooper Coins verkaufen oder so. Weiß ich, ich kenne das ja nicht. 100 Goldcoins ist ein Silbercoin und 100 Silbercoins sind ein Goldcoin und 100 Goldcoins sind ein Platincoin. Alles klar, das wusste ich so nicht. Genau das. Und wenn du halt 100 wie kann ich aus Gold Barren Coins machen? Da steht jetzt unten Wert drunter, ne? Wenn du im Shop bist. Dann steht da drunter der Wert. Okay. Bei dann, diesem Opa hier, bei diesem Admin? Ja, der ist witzig. Bei dem geht's am besten, glaube ich. Und okay. Dann steht da irgendwie 700 Euro drunter und dann ziehst du halt einfach da rein, wenn du damit zufrieden bist. Aber Achtung, er verkauft direkt alles. Deinen kompletten Stack. Und ich weiß noch... Eisen. Aber du kannst halt mit Rechtsklick einzeln da rausnehmen. Alter! Stack. LOL! Man kann ja hier diese fucking Eicheln verkaufen. Aber die Eicheln brauchen wir doch, um Bäume zu setzen.